direkt einen Tag nach dem, ne? Ach, der Bezirk ist abgeriegelt. Kann ich ja auch nicht machen. Ja, dann habe ich ja alle Nebenmissionen. Ja, was willst du denn? Ja, wo geht's auf? Okay. Was genau? Achso. Reden wir jetzt mal über gestern? Steht alles in meinem Bericht. Oh, den habe ich gelesen. Da fehlt die Kleinigkeit, dass ich dir gesagt habe, du sollst da schnell raus. Keine große Sache. Deshalb war Psycho ja bloß ein Panzer auf Chrombein. Warte mal. Was? Ganz kurz gucken. Journal? Oh, Bedrohung hoch. Nein. Ja, es müsste noch irgendwas geben. Ja, das kann ich nicht. Ja. Nee, will ich nicht. Und das kann ich nicht. Aber was ist denn... Ah ja. Zum Teufel hast du dir dabei gedacht? Genau für solche Situationen gibt es MaxTech. Zivilisten waren in Gefahr. Hätte ich einfach zusehen sollen, wie die abgeschlachtet werden? Hör mal. Im Vergleich zu MaxTech sind du, ich und jeder andere Polizist in dieser Stadt bloß Zivilisten. Machen wir nicht. Machen wir lieber nicht. Wie weit ist es denn? 700 Meter. Dann. Ja, durch. Immer auf der falschen Seite einsteigen. Heißt ja nicht unbedingt, dass es schwierig ist, sondern nur, dass was passieren kann, oder? Ich habe ja auf einfach stehen, ne? Das heißt also, ich werde wahrscheinlich geschont. Ja, ja, ist ja gut. Wann ist der Bezirk wieder frei? Naja, gut. Also so viele Nebenmissionen haben wir ja im Moment nicht. Oder haben wir die alle abgelehnt, die wir bekommen haben? Ich weiß es nicht. Nee, Quatsch. Das war ja auch einfach nur so. Und, ja, komm, Alter, wie fährst denn du? Bist du ein Leichenwagen? Bist du ein ob du ein Leichenwagen bist, hab ich gefragt. Oh, sag mal, hallo, liebe Steuerung. Ich würde gerne geradeaus fahren, das ist doch nicht so schwer. Aber im Moment will er nicht so richtig. So. Hier waren wir doch auch schon mal. Ja gut, ich kenne die Stadt noch nicht so gut. Aber irgendwie, ja. Jetzt fahren die doch, Mann. Was blinkt denn da? Uah. So, mein Lieblingsklarplatz. Okay, müssen wir doch mal da lang, oder? Ach, den Auftrag habe ich wahrscheinlich bekommen, weil ich da gerade in der Nähe war, oder? Na, gehen wir da runter. Wann kommt die nächste Lieferung? In 2 Tagen. Boah, die Garnelen sind echt ekelhaft. Was erwartest du? Das hier ist Kabuki, nicht North Oak. Was weißt du schon über Kabuki, scheiß Nomade? Jetzt mach keinen Stress. Nimm einfach eine Antigeruchstablette gegen den Gestank. Gib mir 15% Rabatt, sonst kaufe ich nicht. Und Nomaden sind angeblich. Früher oder später gibt's Krieg. Das stimmt. Mir aus.
Ich habe gerade zu tun. Sehr gut. Okay. Du auch? Na, das ist der Markt von Kabuki. Da kann man was kaufen. Aber jetzt ist die Frage. Was? Wer ist das denn? Wir hatten da... Diese Frau schon mal gesehen? Ich verkaufe Essen, sonst nichts. Ich will keinen Ärger. Mehr sage ich nicht. Komm zurück! Nein. Gut. Bin so weit. Okay. Ah, hi. Kiro. Achso, die nehmen ist gut, die muss man. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Aber warum nur? Warum? Oh, okay. Ja? Nee. Oh, guck mal hier. お前も損得だけで動くんだろう。Wie läuft? Das verstehe ich gerade nicht. Okay. Sowieso alles im Arsch. Nein, mit dir will ich reden. おとなしくしてな、ドサンピンガ。Habe ich alles noch nicht verstanden. Kennen wir uns? Naja. Könnten wir aber ändern. So. Te reto a que lo hagas otra vez. Das Leben kann auch schön sein. Das passt ja auch nicht. Ich weiß nicht genau, wie ich das angehen soll. Aber irgendwas ist ja da. Oder ist damit einfach nur der Markt gemeint? Nee. Wie spät haben wir es denn? Ich würde sagen... Machen wir das. So. Was Hi, ist? Schätzchen. Hi. Ich habe was zu bieten, was es in keinem Braindance gibt. Kennst du diese Frau? Bist du ein Bulle? Nein. Nein, aber die Frau, die ich suche, ist einer. Diese verlogene Fotze. Wenn du Infos von mir willst, bezahlst du dafür. Ich mach's nicht für umme, klar? Vergiss es. Na dann. Bin hier, wenn du mich suchst. Ja, kann ich doch nicht machen. So, komm wir. Ach, das sind Kameras, okay. Dann müssen wir jetzt hier wieder hoch. So, raus. Und jetzt wieder zu meinem Autochen. Hallo?
ja, wie wär's, bin ich auf der Karte? Ah, okay. Ja, ist ja gut. Findest du das etwa witzig? Ja, ist ja gut. Ja, wie wär's denn, wenn ich jetzt wieder mal so ein schönes Streckensignal kriegen würde. Mal gucken, wir fahren auch ein bisschen weiter geradeaus. Ich mag das mit dem Autofahren nicht so furchtbar gerne. Aber ich bin irgendwie auf dem Highway. Irgendwo abbiegen, aber ich weiß nicht wo. Hier. Nee, hier nicht. Oder? Komm. Okay, da haben wir es wieder mit dem. Handeln, nicht reden. So. Das ist irgendwie seltsam. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da hinkomme. Das warten. Es wird ja immer weiter weg, sag mal. Gehen wir da hoch, oder? Da lang. Da stehe ich ja. Das ist super, super gemacht. Wo bin ich? Hallo? Ja, und wo bin ich? Mhm. Ja, okay, gut. Wir werden einfach nur noch ein bisschen weiter fahren müssen. Wir fahren, steigen wieder in der falschen Seite an. Auf, aus. Blöp. Ja. Müssen wir rückwärts fahren, das werde ich nie kapieren. Ich weiß ja, wie das Ding aussieht. Aber ich weiß halt eben nicht mehr, wie ich hinkomme. Das ist aber auch falsch. Aber wir parken mal ganz normal. Hä? Moment. Aha, das war also die falsche Richtung. Super. Sind meine Wegfindung weg. So, da waren wir. Die nächste müssen wir ja wotzen, kann ich nicht. Ich muss jetzt da rüber. Aber wie? Wie? Ja, weißt du, wenn die Planlosigkeit schon im Namen steckt, ne? Es wird ja immer weiter, sag mal. Ich habe keine Ahnung.
Kommen wir da irgendwie hin? Nein, wahrscheinlich nicht. Das haben wir doch alles schon mal probiert, oder? Haben wir eine Rattenplage oder umdrehen, Ratte? Dein Zimmerkurs ist ein Block weiter. Mach mich nicht wütend, Herzchen. Mensch, dir fick ich ein Loch in den Schädel. Hallo? Was ist denn jetzt los? Mach den Pick! Danke. So, naja, das war ja schnell. Egal. Kostet ja Geld. Aber, oh, da haben wir noch was. So. Leute, ich verstehe nicht, warum die Wegfindung nicht mehr funktioniert. Nützt mir nichts. Alter. So. Kann mir mal jemand sagen? Warum? Das da. Das nützt ja alles nichts. Leute, wie wär's denn jetzt wieder mit einer Wegfindung? Es reicht jetzt langsam. Das da ist doch alles ein bisschen sehr dämlich. Wir sind ja schon wieder hier. Oh Mann! Schieß halt, wenn du willst. Welche Waffe noch? Nö. Alter. Das ist so wieder so eine Sache. Ich hab doch immer diese tolle... Aber warum? Leute, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, ne? Nochmal. Da. Zack. Da. Was mache ich denn hier? Was ist das denn? Könntest du mir bitte mal eine Wegführung geben? Ja, ist ja gut. Komm, lass mich in Ruhe. Was? Da ist es. Jesus Bar, ich war die ganze in der Nähe. Was ist denn das für ein komischer Missionspfeil, den ich nicht haben will? Hey, Zuckerschnute. Was ist denn jetzt kaputt? Wie wär's mit deinem heißen BT? Achso, die haben nur nachgeladen. Klar, ich geh mal rein. Warte, erst die Hausregeln. Unerlaubtes Aufnehmen jeglicher Art ist streng verboten. Ja, klar. Keine Drogen, kein Grabsch. Ja, natürlich nicht. Gefällt dir jemand, fass ihn nicht an. Wähle im Katalog, bestell einen BD und verzieh dich in die Kabine. Sehe ich so grün aus, als würde ich nichts wissen? Mhm. Dann geh rein. Viel Spaß, Input. Willkommen im Lizzies. Oh, ein süßes kleines Gesichtchen. Da hat sie
wohl schon absolviert. Ha, wundert mich gar nicht.